Jo. Du kannst nicht Christ sein, ohne auch Sozialist zu sein. Muss man neuerdings Auto fahren und dabei predigen, Gott ist nicht queer. Grüße dich, Bruder, der Herr segne dich. Vielen Dank, das mache ich auch. Und so weiter. All diese Kommentare, die man bei den YouTube-Videos so bekommt, haben einen Sinn und haben eine Motivation, warum jemand etwas geschrieben hat. Und ich möchte mich auch im Namen von Arno wirklich für die Kommentare bedanken, egal welche Kommentare es sind, denn diese Kommentare formen uns. Und dazu möchte ich uns einfach heute einladen, mal darüber nachzudenken. Weil die Kommentarfunktion haben wir eingeschaltet, uns wurde dazu geraten, damit wir die Möglichkeit haben, geformt zu werden. Wir müssen ja die Dinge, die wir sagen, müssen ja eine Reflexion haben. Also wir müssen doch gucken, ob wir nicht einfach nur etwas ins Blaue hineinrufen und unsere Meinung somit vertreten und uns es egal ist, was die Leute davon halten, sondern dass wir auch prüfen, ob diese Dinge, die wir sagen, dass diese Dinge auch ihren Sinn und Zweck haben und dass sie an den richtigen Platz kommen und Menschen die Möglichkeit haben, verändert zu werden, nämlich auf Christus hin. Nicht auf unsere Sichtweise, sondern auf Christus hin und dort verändert werden. Dasselbe gilt ja auch bei einer Predigt in eurer Gemeinde oder in meiner Gemeinde, wo der Prediger, der vorne steht, eine Predigt, die auf Gott gerichtet sein sollte, hält und wir die Möglichkeit haben, nach der Predigt zu dem Prediger hinzugehen und ihn zu ermutigen, uns zu bedanken, dass er ein Werkzeug Gottes war und uns die Worte verdeutlicht hat, die Gott durch die Bibel uns sagen möchte heute. Dass wir dieses Mahl, für dieses Festmahl heute zu uns nehmen konnten, an diesem Sonntag oder an diesem Gebets- oder Bibelstunde, wo wir die Möglichkeit hatten, Nahrung zu uns zu nehmen, geistliche Nahrung. Es gibt auch Menschen, die kommen zu einem Prediger und kritisieren ihn und sagen, du könntest eventuell das und das noch verändern und dann wäre das mal so, wie ich es mir vorstellen würde. Dann wäre es gut. Das und das fehlt mir noch. Oder sie fragen ihn, hör mal, wie hast du das gewürzt? Hast du das damit gewürzt? Was waren deine Würzmittel? Was ist da genau drin? Worauf hast du das und das bezogen? Ja? Und wir haben die Möglichkeit, mit diesen Menschen zu sprechen, mit dem Prediger. Wir können ihn ermutigen, wir können ihn ermahnen, wir können natürlich in Liebe und wir können diesen Menschen auch sagen, dass uns vielleicht etwas gefehlt hat. Aber die Frage dahinter ist, und deshalb möchte ich uns auch damit beschäftigen, was ist uns in diesem Moment wichtig, wenn wir eine Mahlzeit, eine geistliche Mahlzeit bekommen, wie gehen wir damit um? Weil hier in der Bibel steht, in 1. Thessalonicher 5, Vers 5, prüft alles, das Gute behaltet. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21 steht es, prüft alles, das Gute behaltet, Ausrufezeichen. Nun, da steht, prüft alles, Komma. Was heißt das? Prüft alles. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass ich wirklich jedes Wort, was der Prediger dort vorne hält, dass ich es prüfe im Sinne, boah, der hat aber das so gesagt. Oder was ist damit gemeint? Uns ist oftmals wichtig, was der Prediger gesagt hat, anstatt was er gemeint hat. Weil Menschen, die dort vorne stehen, sind Sünder, die Fehler machen und die auch Worte vielleicht anders sagen, wie sie es sonst vielleicht meinen würden. Oftmals, ein Bruder kam jetzt zu mir und sagte, ja, Andreas, du hast Deutsch gepredigt, aber ich denke Russisch und so hat sich das bei mir so ein bisschen verändert, aber das wirst du schon hinkriegen. Und ich denke nicht Russisch, wenn ich predige, sondern ich weiß nicht, ob man das, also wie man das so kann, aber das wird man mir bestimmt mal besser erläutern. Warum ich das mit der Kommentarfunktion jetzt verbinde, ist, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ja, ich habe das jetzt geprüft, was du gesagt hast, und ja, das ist Müll. Das geht gar nicht, Arno, was du da gesagt hast.
Und wann wirst du endlich mal Obdachlose bei dir aufnehmen? Wo ist deine Liebe? Du bist total unkontrolliert und du bist hier und jenes. Andreas, du hast eine Glatze und du hast einen Bart und das funktioniert gar nicht. Also ich meine, das habe ich schon länger nicht mehr gehört. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was ist damit gemeint? Prüft alles und das Gute behaltet. Ist es wirklich damit gemeint, dass wir alles prüfen sollten? Ist das Kind wirklich dazu, wenn es das liest, wird ihm gesagt, ja, ich muss prüfen, wie es ist, wenn man eine Zigarette raucht oder eine Flasche Schnaps trinkt. Ist es für uns Männer wirklich so gemeint, dass wir prüfen sollten, wie es ist, mit einem Mann zu schlafen? Und wenn es uns gefällt, dann können wir das beibehalten. Oder mit zwei Frauen oder drei Frauen zu schlafen. Ist das damit gemeint? Ist damit gemeint, dass die Frau sagt, ich prüfe alle Kochtöpfe von jeder Marke aus und dann die gute behalte ich? Was ist damit gemeint? Prüft alles und das Gute behaltet. Nun, wenn wir es auf die Kommentarfunktion beschränken, dann ist eigentlich damit gemeint, prüfen wir die Worte, die diese Männer, Arno, Andreas oder sonstige Prediger bei ihren Predigten, die sie auf Gott gerichtet halten sollten, haben diese Worte Bestand mit dem Wort Gottes? Können wir es anhand der Schrift widerspiegeln und sagen, ja, da ist mir in meinem Leben, und daran sollten wir prüfen, wir sollten es prüfen anhand des Wortes, nicht an unserer Vorlieben. Hat dieses Wort, was er sagt, Arno oder Andreas oder sonstige Prediger, hat das Wort Bestand für mein Leben? Verändert es mich? Oder ist es mit meinem Standard, so wie ich es kenne, wie ein Prediger predigen sollte und er müsste unbedingt noch die Maria ansprechen oder den Josef oder den Jünger Petrus. Da gefällt es mir, wenn die Predigt über den Petrus geht, dann ist es eine vollmächtige Predigt. Ist das damit gemeint oder ist wirklich damit gemeint, dass wir es prüfen sollten anhand des Wortes Gottes, was das Wort Gottes für mich sagt, weil die Schrift ist allgenugsam für unser ganzes Leben. Und damit ist nicht gemeint, dass wir alles einfach mal so prüfen sollten. Jegliche Glaubensrichtung, jegliches Mögliche verspricht oder vorschreibt. Nein, wir sollten alles, auch das, was Andreas oder Arno spricht, prüfen anhand des Wortes Gottes für mich selber. Also jeder für sich. Und das Gute sollten wir behalten. Denn da steht nicht, prüft alles, Punkt, und das Gute behaltet, Punkt. Sondern da steht, prüft alles, Komma, das Gute behaltet. Was machen wir heutzutage? Wir prüfen alles und bringen das, was Müll ist, denjenigen vor und sagen, hör mal, das war nicht gut. Das hättest du besser machen sollen. Da hättest du besser darauf achten sollen. Das tun wir. Wir sind nicht so, dass wir das Gute behalten für uns, sondern mein Vater sagte, wir gehen oftmals in die Gemeinde, setzen uns hin, um zu gucken, ob der Prediger auch wirklich alles richtig sagt. Die Motivation ist zu prüfen, stimmt das denn alles? Hat er doch wirklich alles gesagt, so dass die Mahlzeit richtig zubereitet wird von ihm? Das heißt, wir prüfen den Prediger, anstatt die Predigt an unserem Herzen, was es mit uns macht. Gehen wir in die Buße über oder halten wir uns daran auf, was der Prediger falsch gemacht hat? Oftmals wird die Kommentarfunktion dafür falsch genutzt. Und es sagt sehr viel über uns aus, wenn wir Kommentare schreiben, die eine negative Auswirkung hat auf das Gesagte. Denn ich bin nicht dafür, dass jetzt nur noch, hey, Daumen hoch, wir finden euch alle super. Das würde was mit uns machen? Es würde uns hochmütig machen und wir würden stolz werden. Was ich dich aber bitte ist, dass du deine Kommentarfunktion, dass du die Kommentarfunktion dafür nutzt, um das, was du dorthin schreibst, auch prüfst. Dass du prüfst, kenne ich diesen Mann? Kenne ich seine Sichtweise? Und bin ich auch bereit, mit diesem Mann eine Möglichkeit zu geben, sich zu verändern oder richte ich ihn weg? Denn wir sollen nicht richten. Und selbst wenn jemand gegen dich etwas gesagt hat und du damit nicht zurechtkommst, dann ist Folgendes, damit der richtige Weg eingeschlagen wird, zu tun. Wir sollten zu diesem Bruder, ohne jetzt einen, es gibt so
Smiley-Funktion bei Handys. Wenn man in den Status irgendwas stellt, dann gibt es Leute, die schreiben dann nicht ihre Nachricht hin, sondern die schicken so ein Smiley. Entweder so Augen zu oder wenn sie das so vielleicht bewerten wollen als etwas Negatives oder sie schicken einen Daumen nach oben, weil sie es gut finden. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die würden sagen, ne, finde ich gar nicht gut. Aber die sind nicht, sie trauen sich nicht, es dir persönlich zu sagen. Aber hier steht Folgendes in Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Wenn ich gegen dich gesündigt habe, wenn ich etwas Falsches dir vermittle, wenn Arno etwas Falsches vermittelt und wir sagen, ne, stimmt gar nicht, dass wir erwählt sind, alle Menschen sind erwählt, und der andere wird sagen, ja, aber dieser Mensch ist doch gerade gestorben, wahrscheinlich ist er nicht erwählt worden. Und dass diese Kämpfe hin und her, das sind Kämpfe, wo ich einfach sage, wir werden müde davon. Wir werden müde davon, darüber zu kämpfen, dass ja, in der Gemeinde, da sind die alle so und da brauchst du gar nicht hinzugehen. Wir richten Gottes Gemeinde, Gottes Braut nieder. Wir richten die Videos nieder oder die Menschen, die diese Predigten halten. Wir richten ja, unsere Brüder, die mit uns zusammen in die Gemeinde gehen, nieder, indem wir sagen, ja, das ist einer, der wird immer wieder laut, wenn man ihm mal seine Sünden vorwirft und so weiter. Hier steht, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin zu ihm. Nicht in der Kommentarfunktion bei einem YouTube-Kanal, sich über jemanden zu beschweren. Nicht in der Kommentarfunktion, einfach nur so, hey, das fand ich nicht gut, was du da gesagt hast, und fertig. Nein, wenn du das doch kritisierst, dann bitte, tu das. Tu das, aber gib uns den richtigen Weg. Zeig uns den richtigen Weg, den du glaubst, den Gott gehen sollte mit uns, gehen möchte mit den Menschen. Und da jeder Mensch ist in seiner Einsicht und Sichtweise auf Gottes Wort auf verschiedenen Ebenen. Wir können nicht sagen, hey, wie, du hast das nicht verstanden. Es ist doch ganz klar, dass der Mensch von Gott gezogen wird. Und der andere wird sagen, ja, aber der Mensch hat doch begriffen, auf seinem Weg diesen Frieden zu suchen. Und er hat begriffen, dass es nichts anderes gibt wie Gott. Und er muss zu Gott sich wenden, weil genau diese Bibelstellen gibt es. Wenn ihr mich sucht, ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden. Ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und auf der anderen Stelle steht, ich habe dich erwählt von Grundlegung der Welt. Wer hat jetzt recht? Und da gilt es darum, dass wir zu unserem Bruder hingehen, persönlich, und ihn zurechtweisen unter vier Augen. Das heißt, wir wollen ihm auch die Möglichkeit geben, seine Sichtweise zu denken. Weil wir hören oftmals verschieden zu, mit einer falschen Einstellung, mit einer negativen oder mit einer zu positiven Einstellung, wo wir sagen, alles super, was er heute sagt. Soll auch nicht so sein. Wir sollen es anhand des Wortes Gottes prüfen und anhand dessen, was Gott uns persönlich durch das Wort Gott sagt. Und wenn er auf mich hört, so habe ich meinen Bruder gewonnen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wozu gewonnen? Wozu gewonnen? Zu deinem Standard? Zu deiner Meinung? Wenn Arno jetzt nicht auf einen Kommentar sofort mit Danke Bruder, schön, dass du mir das sagst, ich werde Buße darüber tun, schreibt, dann kann es vielleicht sein, dass Arno stolz ist und hochmütig. Ich benutze jetzt einfach Arno, aber es kann auch sein, dass ich es so bin, dass ich einfach sage, ach, ist mir egal, der schreibt einen negativen Kommentar, ist mir egal. Ich werde mich nur auf die Kommentare, die positiv sind, konzentrieren und sagen, hey, das finde ich toll, und die negativen Kommentare, die lösche ich einfach. Nein, es geht darum, dass du mich gewinnen solltest. Wofür? Für deinen Standard? Nein, für Gott. Für eine christliche Sichtweise auf Gott, damit wir einander dienen können. Wenn ich jetzt sagen würde, Jesus hat 98 Schafe stehen gelassen und ist gegangen und hat zwei Schafe gesucht, dann kannst du zu mir sagen, lieber Bruder,
Guck mal, in der Schrift steht, er ließ 99 stehen und ist das eine suchen gegangen. Wieso denkst du, dass, oder wie kommt es dazu, dass du denkst, dass es zwei sind, die er sucht? Und ich würde sagen, ach echt? Och, ich habe immer zwei gelesen. Danke, dass du mir das sagst. Ich habe in der Schrift gelesen, dass es, jetzt sehen wir das zusammen. Guck mal, da steht 99 hat das stehen gelassen und hat das eine gesucht. Wunderbar, dass du mir das gesagt hast. Ab jetzt möchte ich darauf achten, dass ich das immer wieder darauf beziehe. Als Beispiel jetzt, ja. Darum geht es, dass wir anhand der Schrift den Menschen Gottes Sichtweise widerspiegeln. Und dazu gehört auch eine persönliche Beziehung zu Christus und nicht einfach nur ein, in der Bibel steht, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Ja, das lesen wir gerne unseren Kindern vor. Guck mal, da steht, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Ja, aber da steht, ihr Kinder, das ist für die Kinder geschrieben, sie sollen das lesen. Wenn ein Kind nicht lesen kann, lesen wir es ihm gerne vor. Wenn das Kind sagt, Papa, ich komme irgendwie nicht damit zurecht, irgendwie klappt nichts in meinem Leben. Ja, das ist, weil du ungehorsam bist. Und wenn du dich, ich möchte dich erziehen zu Christus hin. Und deswegen kann ich dir sagen, hier, du kannst ja nicht lesen, ich werde dir das mal vorlesen. Da steht, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Das wird, damit du lange lebst auf Erden. Ja, da ist ein Segen dahinter. Aber das ist für die Kinder geschrieben. Wir sind oftmals so, dass wir sagen, ey, pass mal auf, hier steht in der Bibel. Und auch sehr oft, wenn Menschen mit einem seelsorgerlichen Problem zu uns kommen, sagen wir, hey, kein Problem. All deine Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wir drehen uns um und gehen weiter. Und wir lassen diese Person stehen mit diesem Gefühl, ich habe so oft gebetet. Aber ich sehe den Ausweg nicht. Und jetzt öffne ich mich einer Person und sie sagt mir dasselbe, was ich schon 50 Mal gelesen habe. Ich kann nicht mehr weiter. Ich komme nicht mehr weiter. Ich glaube, ich verlasse die Gemeinde. Und dann sagen wir, ja, das war sowieso ein Mensch, der war komisch und der hat die Gemeinde verlassen. Und wir richten über diesen Menschen weiter. Deswegen prüft alles, auch unsere Mitglieder, wie sie über Gott denken. Lasst uns über das, was sie erzählen, dass wir das prüfen. Wie meint er das? Vielleicht kann er sich nicht so gut ausdrücken. Wir wollen die Leute gewinnen. Und deswegen sollten wir auch alles prüfen. Und das hat Paulus auch getan mit Petrus. Er hat alles geprüft und dann hat er ihn auch ermahnt. Ich möchte die Stelle einmal vorlesen. In Galater Kapitel 2, da ist die Verse ab Vers 11, wo Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück, sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen würde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Weite des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen. Er hat ihn vor allen angesprochen, hat gesagt, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden jüdisch zu leben? Was hat Paulus in diesem Moment getan? Er widerstand ihm ins Angesicht vor allen. Er hat ihn zurechtgewiesen, ja? Warum? Er hat es vor allen getan. Er kam vor allen und hat sich erstmal menschlicherweise auf die eine Seite gesetzt und hat gesagt, so, ey, mit denen esse ich zusammen. Aber wenn die kommen, die Juden, dann esse ich auch mit denen. Und dann hat Paulus Folgendes getan. Er hat, weil er Gott liebt und weil er Petrus liebt und weil er die Menschen in dem Raum liebt, hat er ihm widerstanden vor allen. Damit vor allen direkt geklärt wird, so kann es hier nicht sein. So kann es nicht vorgehen. Und deswegen möchte ich uns alle, so wie mich, so wie Arno, so wie dich, darauf aufmerksam machen, dass wir alles prüfen und das Gute behalten. Wir sollen alles prüfen und das Gute behalten.
Da steht nicht, prüft alles und das Schlechte tragt dem anderen nach, sondern das Gute behaltet. Wir haben auf Christus hin, wenn wir auf Christus basiert sind, werden wir einen Petrus, einen Arno, einen Andreas darauf hinweisen und selbst auch vor allen. Und das möchte ich auch, dass wenn mein Gemeindeleiter, wenn ich da vorne auf der Bühne etwas Falsches erzähle, dass mein Gemeindeleiter das ruhig machen kann und sagt, Andreas, guck mal, du wirst hier gerade alle Menschen in die Irre führen, das funktioniert so nicht. Du hast Menschenfurcht vor diesen ganzen Menschen und du isst mit den Juden, nachher mit den Heiden, das funktioniert nicht. Und deswegen muss ich dich ermahnen, vor allem, damit jeder, der hier rausgeht, nicht denkt, dass ich dich mehr lieb habe oder dass es irgendwelche Vorteile gibt für dich, dass du nicht so sehr sündigen, also dass du mehr sündigen darfst als andere und dass vor allem vor Gott geklärt wird, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Arno, Andreas oder jemand anderen, der uns einen Kommentar schreibt. Deshalb bitte ich dich, schreib uns gerne deine Kommentare, aber prüfe vorher alles anhand der Schrift und anhand dessen, ob deine persönliche Beziehung zu Christus darin bestärkt wird oder nicht. Und wenn es nichts in dem Video gibt, was dich bestärkt wird in deiner Beziehung zu Christus, dann darfst du uns gerne vor allen Menschen ermahnen. Bitte am besten mit der Bibelstelle, die der Herr dir aufs Herz legt, um uns da richtig hinzuweisen. Vielen Dank.